Willst du mich heiraten? Ich habe jetzt keine Ringe dabei, aber... Das ist ein Kuddi-Ring. Er ist viel besser als so ein echter. Sie sind dafür vorgesehen, meine Professur zu übernehmen. Mehr als 160 Menschen wurden in der DDR hingerichtet. Werner Teske, ein abtrünniger Stasi-Mitarbeiter, war der Letzte. Der Film Nahschuss ist an seiner Geschichte inspiriert. Lars Eidinger spielt die Hauptrolle. Langfeld in der BRD treibt. Regisseurin Franziska Stünkel richtet den Blick auf das Innenleben der Hauptperson, zeigt aber auch die Methoden, die zur Anwendung kamen, um Menschen zu brechen. Was ist los mit dir? Alles in Ordnung? Ich habe damals einen Zeitungsartikel gelesen und da wurde am Rande erwähnt, dass die Todesstrafe in der DDR gegeben hat. Und ich wusste das nicht. Also ich war auch nahezu erschrocken, kann man sagen, weil ich finde es so ein gewichtiger Fakt, dass der mich nicht erreicht hatte. Aber ich habe dann im Lauf der Drehbucharbeit, also auch der ganzen Recherche, ist mir bewusst geworden, dass das fast nahezu jedem Menschen, mit dem ich gesprochen hatte, so ging. Und dass dieser historische Fakt der Todesstrafe in der DDR anscheinend gar nicht im kollektiven Bewusstsein verankert ist. Stasi-Spion Franz Walter ist zunächst ein eifriger und loyaler Mitarbeiter. Doch als er sich für einen Selbstmord mitverantwortlich fühlt, zweifelt er an seiner Arbeit, fängt an zu trinken, schmiedet Fluchtpläne. Schließlich wird er verhaftet, weil er geheime Unterlagen mit nach Hause genommen hat. Eine dramatische Figur und eine Art Geschichtsunterricht, meint Lars Eidinger. Wie konnten so viele Leute dieses System stützen und warum waren denn so viele bei der Staatssicherheit? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Anspruch des Films, das nachvollziehbar zu machen. Also, dass man sagt, da geht jemand dann tatsächlich auch über die eigenen Grenzen und verrät seine Ideale und wird sich untreu und macht sich auch schuldig, aber aus einem Zwang heraus. Werner Teske wurde am 26. Juni 1981 hingerichtet in einer privaten Wohnung mit einer schallgedämpften Pistole in den Hinterkopf. Hinrichtung durch unerwarteten Nahschuss. Ab sofort in den deutschsprachigen Kinos.